So, und erstmal herzlich willkommen zurück zur Tomb Raider. Und auch an dich erstmal, Prom. Dankeschön für den Abo. 9. Monat schon. Heftig, so lange kennen wir uns. Das ist schon verdammt lange. Und ja, wie geht's dir erstmal? Auch lange nicht mehr gesehen gehabt. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wo sind wir jetzt genau? Ein Twitch-Baby? Ich glaube schon, ja. Wer spricht da? Ich vermute schon seit Mexiko, dass du meine Kommunikation abhörst. Rock. Commander Rock. Du hast mich abgehört. Und jetzt höre ich dich ab. Noch ein Vorbeben. Wie fühlt sich das an, für all diese Katastrophen verantwortlich zu sein? Für all das Leid? Ich weiß, was ich getan habe. Dein Blick, als Dominguez es dir gesagt hat. Aber du musstest diesen Dolch haben, richtig? Den Emote nicht? Meinst du das mit den Hey Guys? Ist das ein Emote? Ich weiß nicht, warum der bei mir hier jetzt nicht angezeigt wird. Ja, bei mir soweit ganz gut. Aktuell halt ein bisschen stressig, sagen wir mal so, weil ich plane einen Umzug. Ich will meine Stadt jetzt endlich mal verlassen. Findet sie. Wohnungsbesichtigung an den Jungs am Strand vorbei. Das darf nicht passieren. Wir durchsuchen alles. Was Interessantes in der neuen Lieferung? Thermobrillen, Gentlemen. Ich gehe voraus. Und schwitzen tue ich wie Sau, ich weil sauwarm. Wo? Wie ist das Wetter bei dir? Auch 30 Grad? Scheiße! Falscher Alarm! Irgendein Tier! Falscher Alarm, irgendein Tier. Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich? Okay, der ist schon weg. Brooke hat gesagt, Croft kommt hier den durch. Kriegen wir nicht mehr. Ach, verdammt! Okay, ich beeil mich. Aber stimmt, das mit dem Umzug ist eigentlich an sich prinzipiell was Gutes. So, ich will versuchen, die hier. Es geht los. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Warm und ist auch am schmelzen, ja. Ich werde das ganze Gebiet glaube ich. So. Versuch mal Assassin's Creed Style hier die alle umzulegen. Wer wird hier nicht gesehen? Ich komme mit! Mist! Ich versuch's von der Seite! Du bist Assassin's Creed Style hat nicht funktioniert! Was hat er gesagt? Ich hol sie mir von hinten? Hallo, das ist nicht Toss. Ich hab was. Wo? Scheiße. Falscher Alarm. Irgendein Tier. Hey, kriegen wir jetzt bald Licht oder was? Ich krieg sie nie zum Laufen, wenn du mich so weiter nervst. Warum überhaupt plötzlich diese Hektik? Brooke hat gesagt, Croft kommt hier durch. Ach, verdammt. Okay, ich beeil mich. So, ich guck mal, ob ich vielleicht doch hier entlang gehe. Aber wie hat er mich eigentlich gesehen, der eine Typ? Es geht los. Hast du schon was gesehen mit der Brille? Kleine Tiere, aber nichts Wichtiges. Ah, okay, ich werde das ganze mit der Brille. Gebiet absuchen. So. Wärmesignatur. Alles klar, viel Spaß im Lurk. Und danke dir, dass du vorbeigeschaut hast. So, wo ist der Typ? Mit der Brille? Okay, die können uns sehen. Nichts zu sehen. Ja. So, erster mit der Brille ist weg. Es gibt kein Versteck. So, wo ist der andere mit der Brille jetzt wieder? Wenn ich dich finde, bist du tot. Da hinten ist der. Ich hab nichts. Du? Auch nichts. Du kannst doch jetzt nicht abhauen, verdammt! Verdammt, sie macht Jagd auf uns!
dieser Sache auf den Grund gehen. Den haben wir. Scheiße. So. Komm schon. Den haben wir auch. Jetzt nur noch einer. So, mal gucken, ob wir den kriegen. Wie kommt... Was war jetzt letztes Mal passiert, dass wir keine Waffen mehr haben? So, das nehmen wir schon mal mit. Ach, Molotov-Cocktails können wir machen, okay. Ja, weg damit. Gibt's hier noch irgendwas zum Einsammeln? Nochmal Öl? Dafür habe ich nicht genug Platz. Auch voll? Okay, schade. Verdammt, Männer, benutzt die Brillen! Findet sie! Guten Abend, Traf. Guten Abend, Sam. Sie, was zum Teufel soll das? Schlamm? Kann ich da wieder rein? Kann ich da wieder zurück? Nein. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen wilder bin. Der lebt ja immer noch. So. So, weg mit deinem Helm. Uns hat niemand gesehen. So, erstmal alles looten, was die haben. Hier ist noch einer. Den können wir noch looten. Leise wie ein Puma. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Kann ich damit was machen? Nö. Ist kein Sammelobjekt. Okay. Da haben wir aber eins. Und irgendwas ist voll. Diese Richtung. Hat Malerwald wieder unterwegs. Lara, bist du okay? War das das Erdbeben? Ich bin bei einer Ölraffinerie. Hier ist alles in die Luft geflogen. Nein, Jonah. Raus aus dem Kanal. Was? Sie hören mit. Okay. Ich finde dich. Okay, Ölraffinerie sind wir jetzt auch.
Natürlich wieder so ein Tempel im Dunkeln. Wir haben kein Licht. Da ist ein Bogen, nimm den mit. Ein Rezept für ein Halluzinogen. Wird manchmal im Krieg benutzt. Der sollte helfen. Wenn ich meine Pfeile damit benetze, habe ich einen Vorteil gegenüber Trinity. Also die Pfeile würde ich jetzt, glaube ich, eher nicht mitnehmen. Die sind wahrscheinlich morsch, aber zumindest den Bogen, damit wir irgendwas haben, um erstmal wieder zu schießen. Was haben wir da? Wieder ein Kuchenrezept. Eine Darstellung von Mama Zara. So. Andres Lopez Schilderung seiner Suche nach einem mächtigen Artefakt. Dafür habe ich nicht genug Platz. Wofür? Hast du doch eingesammelt. Noch was? Wir haben wieder 39 Pfeile. Tau Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott. Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rogue out. Ihr habt's gehört. Gehen wir es an. Furcht des Jaguars. Halten Sie LT und drücken Sie RB um Furcht. Den dann. Nice. Okay, Furcht des Jaguars Magi schon mal. Wo bleibt die Verstärkung? Okay, da kommen gleich noch mehr. Das Basislager kann mich kaum empfangen. Sobald das Ding hier läuft, verstärken wir dein Signal. Kann ich ihm das an den Kopf... Ah, schade, jetzt ist er weg. Okay, wie kriege ich das wieder zusammen? Ich muss sagen, ich mag die Furcht des Jaguars, dann legen die sich alle gegenseitig um. Einmal noch, bis er wieder ausfällt. Okay, da. Scheiße, Mann, ich muss herausfinden, was hier vorgeht. Wo ist er? Suche einleiten. Gehen wir. Da hinten kommt jetzt einer. Okay, die Furcht ging in die Eier. Sammeln. Schießen bei Sichtkontakt. Gibt er nicht? Sind Sie in der Falle?
Station ist alle! Wieso stirbt er nicht? Ich wollte schon sagen, warum stirbt er nicht? So. Machen wir uns erstmal wieder dreckig, damit wir hier... Soll ich meine Waffe ablegen? Würde dir das hier verheißen angetan? Seid vorsichtig! Da hinten? Müsste der andere jetzt nicht hier sein? Da kommt er schon. Der hat aber keine Brille. Ziel wieder erfasst! An meiner Position! Ah, voll ins Auge. Da kommt schon der Nächste. Mist! Okay, hat nicht so gut geklappt. Tau Team, Croft ist auf einem Vektor zu eurer Position. Ich wiederhole, Croft kommt zu euch. Oh Gott! Wir kriegen sie, Sir. Zeigt mir ihre Leiche und euer ganzes Team bekommt ein Decon-Training. Rock out. Du kriegst... Was hat er vor? Oh, Scheiße. So. Oh, das ist auch cool. Haben wir eine Hong? Sie hat keine Chance. Okay, da kommt jemand. Hier können wir hoch. Das Basislager kann mich kaum empfangen. Sobald das Ding hier läuft, verstärken wir dein Signal. Okay, wie kriege ich das wieder zusammen? So soll der da hinten die alle erschießen. Wo bleibt die Verstärkung? Ach, Scheiße. Ich sehe mich lieber mal um. Mist. Jetzt nicht mehr. Ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Wenn ihr was seht, eröffnet das Feuer. Okay, siehst du Scheiße. Bring dir es hinter uns. So muss das. Hat er sich jetzt selbst in die Luft gejagt? Hier nach. Sichert nach allen Seiten. Okay, da kommt schon der Nächste. Der wird noch. Da sind sogar zwei. Minimum. Oh Gott, ich muss dieser Sache auf den Grund gehen. Der wird noch von irgendwem gesehen. Bleibt in der Nähe. Meldet euch, wenn ihr was seht. Da hinten. Verdammte Bastarde! Das gefällt mir gerade gar nicht. Mir nach. Sichert nach allen Seiten. Yeah.
haben wir den jetzt auch. Gibt's hier noch welche? Kommen noch welche? Oder waren das jetzt alle? So, das Ding haben wir kaputt. Und die hier blutet. So. Ach! Die hatten. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. So, komm, looten. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So. Das nehmen wir mit. Was ist das da? Können wir mitnehmen? Nein, das haben wir auch voll. Da können wir nicht durch. Hätten wir hier rein theoretisch an denen auch alle vorbeischleichen können? Weg damit. Wollt ihr nicht? Ich wollte hier oben bleiben. Ach, kann die nicht. Okay, dann gehen wir runter. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ja, wir brauchen größere Taschen. Definitiv. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, so kann ich mehr von denen machen. Okay. Ein Fähigkeitspunkt wieder erhalten. Nice. Jonah? Jonah, bitte komm. Bitte. Er wird nicht antworten, Lara. Was? Er ist tot. Jetzt gehört dein Freund Jonah auch zu den Leuten, deren Tod du verschuldet hast. Leck mich, Rock. Wenn du seine Leiche holen willst, dann geh zur Raffinerie. Ich komm und hol dich. Oh, eine Karte. Hier haben wir ein Dokument übersehen. Okay, aber hier haben wir soweit erstmal alles. So, Dokument, da. Ansichten eines Trinity-Soldaten über Paititi. Und da haben wir das Relikt. Ein verzierter Helm. Dass sowas passiert. Moment! Thank you.
gerade sagen, die haben irgendwie die Sprungtruppen aus Star Wars. Katastrophen, das ist deine Schuld! Ich muss jetzt los, ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was? Jetzt kommt sie, die Badass Lara. Ich wurde nach Cairn zurückbeordert. Winters, Croft gehört Ihnen. So, gibt's hier noch was zu looten? Ihn hier. Wechsel die Position.
okay? Ich mache alles nur schlimmer, Joan. Nein. Hey, das stimmt nicht. Wir schaffen das schon. Komm hoch. Wohin jetzt? Wir sollten verschwinden. Was weiß ich denn, Jonah? Wie war der Hinweis? Herz der Schlange befindet sich irgendwo? Das Herz der Schlange befindet sich in der Schale, unweit der Steingesichter. Und was für eine Schale meinst du damit? Sowas wie ein Kelch? Ein Kelch klingt nicht nach Maya. Warte. Sie ist nicht Maya. Der Hinweis stammt von einem Missionar aus dem 17. Jahrhundert. Andres Lopez, ein Jesuit. Die Schlange im Kelch ist ein Zeichen für den heiligen Johannes. Wir suchen nach einer christlichen Glaubensstätte. Eine Kirche von San Juan? Das wird bestimmt nicht einfach. Da gibt's einige. Aber nicht in der Nähe von Paititi. Komm mit. Zur Straße geht's da entlang. Wir verschwinden hier und suchen ein paar Infos. Okay. Was würde ich nur ohne dich tun? Weniger Explosionen, sagen wir so. Obwohl, ne, dann wären mehr. Ich glaube, Lara hätte dann schon die ganze Welt gesprengt. Natürlich aus Versehen. Wir teilen uns auf. Ich suche nach Zeichen von Lopez. Wir hören uns um. Mal sehen, was wir rausfinden. Ja, Jonah wird sich wahrscheinlich um Essen kümmern. Meine Freundin Sarah ist Archäologin, ganz in der Nähe. Sollen wir fragen, ob sie was über euer Rätsel weiß? Das wäre toll. Sarah war schon immer besessen von den Steingesichtern. Die meisten haben hier Schätze gesucht, aber nicht Sarah. Sie will nur antworten. Seid ihr schon lange befreundet? Seit der Kindheit. Sie war der Nerd. Ich habe die Schule geschwänzt und das Wohnmobil meiner Oma geklaut. Manchmal konnte ich Sarah überreden, mitzukommen. Du weißt nicht, was gestern passiert. Meistens dann, wenn es um Ruinen ging. Abby, kannst du mir mal helfen? Es ist kaputt. Wieso gehe ich jetzt in die Richtung, hä? Moment mal. Die Lara? Lara Croft? Das bin ich. Ich weiß, wer du bist. Ich hab dein Bild gesehen. Was willst du hier? Ich folge einem Rätsel. Das Herz der Schlange ist in der Schale unweit der Steingesichter. Die Steingesichter? Deshalb bin ich auch hier. Ich will mich nicht einmischen. Ich suche eigentlich die Schlange in der Schale. Okay, ich weiß, die Gesichter sind mindestens 400 Jahre alt. Dokumente aus der Bibliothek bezeichnen sie als Hüter. Der Legende nach bewachen sie eine geheime Krypta. Eine Krypta? Wir konnten sie nie finden. Wie du dir denken kannst, macht das die Schatzsucher wahnsinnig. Aber wenn die berüchtigte Lara Croft so klug ist, wie man sagt... Naja, falls du sie findest, tust du mir damit vielleicht einen Gefallen. Soll ich in der Bibliothek anfangen? Ja, sie ist drüben beim Friedhof. Sie ist eines der ältesten Gebäude hier. Vergiss nicht, mir zu danken, falls du was findest. Danke, mach ich. So, er hat eine Quest. Ich will jetzt aber erstmal ein Lagerfeuer finden. Haben wir hier ein Lagerfeuer? Wir haben hier noch kein Lagerfeuer entdeckt. Wenn dir was passiert ist, verzeih mir. Lara, hast du schon was gefunden? Abbys Freundin sprach von einer Krypta bei der Bibliothek. Wir sehen uns dort.
Kann ich die Hühnchen wieder mitnehmen und werfen? Nee. Ah, ich muss da irgendwie an die guten alten Zeiten mit Günther denken. So, Flaggen hissen. Schöne löchrige Flagge. Kann ich wieder... Hier, Lagerfeuer. Hier haben wir eins. Ich bin froh, dass Jonah noch lebt. Er findet so leicht Freunde. Ich wäre vermutlich zur Mission gelaufen. Aber Jonah, er fragt Abby einfach, ob sie uns herbringt. Und sie sagt ja. Ich hoffe, wir sind am richtigen Ort und finden die Schatulle vor Trinity. Das Erdbeben hat letzte Nacht die Ölanlage getroffen. Und jetzt ist da ein Vulkan. Bricht dort die nächste Katastrophe aus? Wir müssen das alles beenden, bevor diese Stadt wie Cozumel endet. So, Herz des Jaguars. Ausdauer, Kräutermischung reduzieren, den erlitten. Nee. Ich bin hier keiner, der irgendwie Kräutermischung macht oder sowas. Irgendwie. Täuschung des Pumas. Nutzen Sie Konzentrationspflanzen, Gift der Viper oder Viper. Stellen Sie Giftgranaten her, töten Sie Feinde und vernebeln Sie das Sichtfeld. Schimmer der Schlange. Mit allen Pistolen kann Leuchtmunition verwendet werden. Nee, was ist das hier? Schwing des Adlers. Hält die Chance beim Plündern von Feinden und Tieren, Pfeile wiederzuerlangen. Ja, könnten wir machen. Oder Griff des Adlers erhöht. Hätte Chance, seltene Tiere zu finden. Nee, das wollte ich. Was macht das? Krallen des Adlers 2. Nutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen, um Feinde zu töten und ihre Leichen im Geäst zu verstecken. Hatten wir das nicht gerade noch gemacht? Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkte. Überlebensinstinkte halten länger an, nachdem Lara sich bewegt. Auf der Schwierigkeitsstufe 1 mit dem Dschungel werden Feinde, Ressourcen und Objekte erleuchtet angezeigt. Hier erhöhte Effektivität von Waffen. Das können wir uns nicht leisten. Also einen von den beiden können wir uns noch leisten. Die mich auch noch interessieren. Ich würde vielleicht den hier machen, dass wir Fallen sehen. So. Und Inventar. Können wir hier irgendwas verbessern? Welchen hatten wir nochmal ursprünglich? Ich glaube, wir hatten den gehabt, ne? Der ist schon voll, genau, der ist auch vollständig verbessert. Der ist auch schon vollständig verbessert. Ich würde den hier nehmen und den mal verbessern wollen. Den haben wir. Na, ich bleib bei dem hier. So. Outfits bleiben wir. Können wir hier irgendwas verbessern? Nee. Okay. Dann haben wir zumindest einiges. Den haben wir auch schon. Sehen wir uns hier mal um. Hier dann. Jetzt können wir wenigstens wieder alles sammeln. So, wer ist das? Harte Arbeit ist gut für die Seele. Die Sekte hält diese Mission seit mehr als 400 Jahren durch harte Arbeit am Leben. Damals kamen Angel de la Cruz und Troilus Serrano hier an und machten sich sofort an die Arbeit. Ihre Philosophie, dass nur die Arbeit uns wirklich näher zu Gott führt, leitet uns immer noch. Bis heute.
So. Mission des Heiligen Johannes, ein Bericht. Ich kann's nicht erklären, aber hast du bemerkt, dass die Welt hier dünner wirkt als anderswo? Als wäre da nur ein Vorhang. Und wenn du ihn aufziehst, kannst du den Himmel selbst sehen. Es ist wie eine spürbare Verbindung zwischen diesem Leben und dem nächsten. Oder wir sind alle schon tot. Vielleicht sollte ich aber auch nur ein wenig aus der Sonne raus. Okay. Da haben wir ein Grab. So, hat er auch noch einen Hinweis? Sei vorsichtig auf dem Friedhof, Miss. Da lebt eine Hexe, die Menschen in Frösche verwandelt. Ich werde auf mich aufpassen. Eine Frau verärgerte die Hexe und dann ließ die Hexe sie verschwinden. Okay, die Mission von dem Typen da wieder. Unmöglich. Jetzt ist Pickel davon. Okay. Es scheint, als würde Gott uns alle paar Jahre eine Katastrophe schicken. Ich sehe, das Erdbeben hat große Schäden verursacht. Das kriegen wir schon wieder hin. Wir brauchen nur Zeit und Materialien. Leider ist eins davon ein wenig knapp. Und ich glaube, es sind nicht die Materialien, die knapp sind. Oh, was haben wir hier? Geheimnis entdeckt. Hier haben wir einen Händler. Hier Flaggenhissen. Wir gehen zuerst zum Händler. Mal gucken, was der Händler hat. Da. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mann, Lara! Wir brauchen größere Taschen. Und ich kann nicht sprinten. Der hat aber auch noch irgendwie einen Hinweis. Mein Vater brachte uns hierher. Als ich ein Junge war. Für eine Reise? Forschung. Er studierte Inka-Steinmonumente. Es war wohl eher ein Hobby. Er hat das nie studiert. Klingt nach einem interessanten Mann. Das war er. Oh, tut mir leid. Schon okay. Ich wollte nach seinem Tod nochmal herkommen. Und vielleicht sein Werk zu Ende bringen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aber dann bin ich einfach geblieben. Etwas an diesem Ort zieht Menschen an und lässt sie nicht mehr fort. Oh, ein Monolith. Okay, jetzt, ja, hier handeln. Suchst du in der Mission Erlösung oder ihre Geheimnisse? Ich bin nicht sicher. Etwas von beidem vielleicht. Zu warten, bis das Leben sich entfaltet, ist ein Luxus der Jugend. Ich war auch mal so. Ließ mich treiben. Und so kamst du hierher? Irgendwie schon. Irgendwie. Darf ich dir einen kleinen Rat geben? Entscheide selbst. Sonst macht's ein anderer. Genug geplaudert. Möchtest du handeln? Ja, was hast du denn? Ein Gewehrschalldämpfer? Profinden zu. Erstmal hier, nee. Großer Patronenhalter. Wir haben nicht so viel Gold, ne? Was können wir verkaufen? Wir haben hier Golderz. Machen wir direkt. Du wirst bestimmt zufrieden sein. Und Jadeerz. Sehr gut. Erkunden Sie die Welt oder sprechen Sie mit Leuten, um seltene Raubtiere zu jagen und seltene schwarze Mähnenwolfshaut zu erhalten, die zur Herstellung von Outfits verwendet. Patronenhalter aus Fell, der die Tragkapazität für Sportpatronen erhöht. Komm, den Gewehrmunitionsbeutel nehmen wir. Kauf benötigte Gewehrmunitionsbeutel. Ein gutes Geschäft für uns beide. Gewehr,
Wieso haben wir keinen? Also, den hätten wir vielleicht woanders kaufen sollen, ne? Du wirst bestimmt zufrieden sein. Es war nett, mit dir Geschäfte zu machen. Ja, wir haben jetzt eh nichts mehr. So, erstmal Questgeber. Nebenquests das immer erledigen. Sagtest du, jemand wird vermisst? Ja, Isabella, ein weiteres Mitglied der Feldstudie. Ich wollte heute nach dem ersten Beben zu ihr, aber ihr Zelt war leer. Du solltest Manu fragen. Er hat ihr wahrscheinlich gesagt, wo Eldorado liegt. Ich mein's ernst. Wir haben gestern gestritten. Heftig. Tut mir leid, Guillermo. Das wusste ich nicht. Red bitte weiter. Ihr habt gestritten? Ich will nicht neugierig sein, aber... Schon okay. Wir sind seit fast einem Jahr enge Freunde und ich glaube, wir beide wünschen uns mehr, aber keiner von uns hat das Thema angeschnitten. Isa und Sarah geraten oft aneinander. Tut mir leid, Sarah, aber es stimmt. Weil Sarah will, dass das Team auf dem Boden bleibt, während Isa auf Folklore und versteckte Tempel steht. Ich stehe dabei meistens in der Mitte. Folklore hat immer einen Ursprung. Selbst wenn das meiste erfunden ist, steckt auch ein Körnchen Wahrheit darin. Das ist auch Isas Standpunkt. Jedenfalls lebt hier ein blinder alter Mann namens Manu, der viele solcher Geschichten kennt. Er hat sie überzeugt, dass es hier eine geheime Krypta gibt. Und sie wollte gestern, dass ich mit ihr danach suche. Ich sagte nein und es kam zum Streit. Am Ende nannte sie mich einen engstirnigen Feigling. Und ich sie ein dummes Kind. Und dann lief sie weg. Ja, um es uns Schwarzsehern mal richtig zu zeigen. Heute Morgen hörte ich, sie hätte letzte Nacht auf dem Friedhof randaliert. Da fing ich an, sie zu suchen. Als ich sie nicht fand und niemand etwas wusste, machte ich mir Sorgen. Was ist, wenn sie die Krypta gesucht hat und ihr was passiert ist? Das würde ich mir nie verzeihen. Also gut, du bleibst hier. Falls es etwas Neues gibt oder sie zurückkommt, dann weißt du Bescheid. Ich suche nach Isabella. Ich fange auf dem Friedhof an. Das würdest du tun? Ganz ehrlich, mich interessiert die Gruft genauso wie sie. Sie hat okay, mich genug Zeit gekostet, Guillermo. Oh, hier. Gibt's noch was zum... So, gehen wir da rüber. Was gibt's denn da hinten? Wo führt das hin? Okay. Ah, da haben wir was. Verblasste Schrift. Eine Schriftrolle. Achso, das waren nur Kerzen drumherum. Kann ich da rüber? Ja. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ist immer alles voll. Okay, da sind Schakale oder sowas. Mist! Wieso ist das denn so langsam? Was das? Alle tot? Ich glaube, alle tot. So, komm. Seltene Tiere. Mit seltener Tiere können sie im Basislager bestimmte Autos und hochwertige Waffen-Upgrades erstellen. Hier. Hier haben wir was.
Wir brauchen dringend ein besseres Messer. Ach, das hat hier hinten hingeführt, okay. Hier gibt es sonst nichts mehr. Gibt es da vorne was? Ja, hier ist eine Öffnung, die wir nicht aufmachen können. Warum nicht? So, den Loot machen wir. Und so. Wer bist du? Hast du gesehen? Das war ein Kondor. Wunderbare Vögel. Ah, ich muss ihn verpasst haben. Einige Leute hier denken, sie sind ein gutes Omen. Dabei sind sie nur Vögel. Die Leute glauben gern, dass gute Dinge geschehen. Und das ist gut so, solange sie nicht ihre ganze Hoffnung darauf setzen. Ein Kondor, da waren wir doch gerade. Oder? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Oder es hat noch weiter unten. Gibt es einen Weg noch weiter runter? Ja, das ist schon ganz unten. Okay. Ja. Wo ist denn jetzt der Kondor? Dafür habe ich nicht genug Platz. Bin ich jetzt für umsonst hierher gegangen? Kann ja mal passieren. So, da will ich hin. Hey. So, und hier lang. Ich laufe erstmal hier weiter. Mal gucken, wo das hinführt. Toll, die Hose dreckig. Freddy! Nein! Ah, nein, warum? So, ein Moment. Timer. So, Brille ist aus und Timer läuft. Ich hasse die dafür. Auch noch bei so einem... Warte mal, ich wollte den Bogen... Ich hasse die dafür. Und dafür werde ich jetzt extra nicht fragen, wie es dir geht. Weil ich das eh nicht lesen kann jetzt erstmal. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Hallo, Lara, runter. So. Ich höre da irgendwas. Sah für mich aus wie eine süße kleine Katze. Dafür habe ich nicht genug Platz.
So, was ist das da? Verziertes Kruzifix. Dafür habe ich nicht genug Platz. So, wie lange dauert das noch? Wann darf ich wieder die Brille benutzen? 3 Minuten. Oh, bei dem Wetter fühlt sich das so ewig lange an. Ich hoffe, die Katze ist jetzt nicht... Okay, das fand ich jetzt lustig. Für den weiteren Fortschritt ist das Seilaufstiegswerkzeug erforderlich. Oh, noch ein Lager. Kann ich hier jetzt irgendwie was machen? Oh, ich kann Sachen hier herstellen. Mhm. Ich weiß nicht, ich bleibe bei dem einen Outfit, den wir immer haben. Der gefällt mir irgendwie mehr. Wo ist denn das? Das hier. Der gefällt mir irgendwie mehr. Aber okay, so können wir Sachen herstellen. Also Outfits. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Da hinten sitzt ein Grab, aber wo gehen wir hier hin? So, wie lange noch? Noch zu lange. So, das nehmen wir auch nochmal mit. So, und drüber. So, Timer ist um, ich darf die Brille wieder aufsetzen. So, Freddy. Einen Moment, musste ich eben kurz bannen. Nein, Spaß. Wie geht's dir, mein Guter? Ich habe dich jetzt auch Ewigkeit nicht mehr live gesehen. Streamst du noch? Oder ist momentan irgendwie ein bisschen stressig bei dir? Ich glaube, von hier aus kann ich man kann hier runter. Oh, und ich habe da was übersehen. Genau da. Achso, die EM schaust du auch noch. Ja, gut. Dann ja klar, dass man das nicht mehr schafft. Dafür habe ich nicht genug Platz. Erstmal vernünftig leben, so das muss ich wiederfinden. Ich glaube, den müssen einige wiederfinden.
Nicht nur du. Ich glaube, mich kann man auch dazu zählen. Der hatte mich gesehen. Keine Ahnung, wo die Katze jetzt hin ist. Da kommt sie. Katze hin? Das ist nicht die Katze. Auch keine Katze? Also... aufs Herz schießen hilft. Hä? Jetzt verschwinden die oder was? Sammel das ein. Lara, komm, einsammeln. Und die Katze suchen. Okay, das war nur ein Vogel. Alles voll. Kann nicht mehr tragen. So, Bambi auch einsammeln. Die andere Seite, von wo wir gekommen wären. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Aber ernsthaft, wo ist jetzt die Katze hin? Egal, dann erstmal ins Herausforderungsgrab. Ein Rätsel knacken. Das war von Johannes dem Theologen. So, den erstmal freigeschaltet. Was die LPs angeht, ich habe langsam den Rhythmus wiedergefunden. Ich hatte es aber auch vorhin schon erwähnt, ich bin aktuell auch in Planung umzuziehen. Also ich bin Wohnungssuche, also auf Wohnungssuche momentan. Und eigentlich war gedacht, dass ich jetzt zum 1.7. meine ich, schon umziehe. Sieht aber bis jetzt doch nicht danach aus. Wahrscheinlich 1.8. Endlich dann in eine andere Stadt. Dann weg von hier.
Komm, Lara, geh wieder hoch. Gibt's hier sonst noch was? Erstmal, bevor ich da weitergehe, ne? Aber ja, so läuft das halt. Und 1000 Euro für Kaltmiete bin ich auch nicht bereit zu zahlen, sagen wir mal so. Also Götterdämmerung nach Enderal wird gemacht. Also Enderal wird noch fortgesetzt. Dafür will ich aber jetzt erstmal die Tomb Raider-Reihe also durchhaben. Also hier Shadow of the Tomb Raider kommt jetzt zuerst. Aktuell läuft noch Rise of the Tomb Raider auf YouTube. Müsste, glaube ich, so sein. Und dann nach Shadow of the Tomb Raider und dann nach Shadow mache ich von Tomb Raider eine Pause. Und dann geht Enderal weiter und nach Enderal... Oh nein, das ist wieder so ein Grab, oder? Ja, da oben war jemand. Und nach Enderal mache ich dann Götterdämmerung. Klingt nach Ärger. So. Ich nehme die Shotgun. Hat nur 3 Schuss dafür. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich habe ein Problem. Also ob Götterdämmerung nach oder vor meinem Umzug wieder beziehungsweise läuft, kann ich dir noch nichts sagen. Denn ich weiß jetzt nicht, zu wann ich jetzt eine Wohnung kriege. Eine neue. Ich rede jetzt bis jetzt nur von der Planung und den Wohnungsbesichtigungen, die ich aktuell mache. Oh, riecht wie faule Eier. Schwefel. Okay, Feuer. Beeilen wir uns. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Wie viel kann ich von denen machen? 6 Maximum. Okay. Was ist damit? Ja. Ich muss die Barrikade zerstören. Ach so. Ach, die Barrikade. Okay. Erster Blick, ich sehe da was leuchten. Und da hinten kommt was. Hier ist der Schatz. Da unten. Die Jaxil sind auch hier? Ich habe so das Gefühl, die wollen mich alle fressen, die Jaxil. Das nehmen wir mit. Hey.
Ah, ich finde die Viecher so gruselig. Nicht ruckeln. Spiel. Übertreib nicht. Warum muss er so dunkel sein? Okay, das sieht geil aus. So, nochmal Pfeile. Ich brauche eine Explosion. Nur eine? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich glaube, Lara braucht sehr viele Explosionen. Ich brauche eine Explosion. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. So, was haben wir hier? Weltenbaum. Eine Huldigung des Weltenbaums. Ist das hier der Weltenbaum? Ist das Yggdrasil? Ich brauche eine Explosion. Ja. Yggdrasil war doch der Weltenbaum, oder? Dafür habe ich nicht genug Platz. Hier haben wir was. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht angegriffen. Ich muss auf diese Plattform. So. Lass mir raten, ich muss das losschneiden. Eine Explosion. Ja, die braucht Lara irgendwie immer. Explosion. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nicht mehr tragen. Brennt! Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Du sollst auch nachladen, Lara. Achso, ich kann nicht nachladen. So, und jetzt? Ha!
Fahrstuhl. Es ist, ich muss auf diese Plattform. Gibt's noch mehr von denen? Ich hoffe nicht. Da unten waren wieder welche. Ich glaube, die sind alle auf dem Weg hierhin. Das ist gruselig. Ja, stimmt. Bis dahin habe ich wahrscheinlich den Anfang von Götterdämmerung eh wieder vergessen. Bis das mit dem Umzug ist. Ich muss auf diese Plattform. Ja, ich glaube, ich muss aber erstmal hier runter. Kann das sein? Ich werde hier gleich wieder angegriffen. Hier sind tote Soldaten, aber ich kann dessen Munition nicht mitnehmen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Vielleicht ein. Ne, so ein Schuss reicht dafür nicht aus. Okay, das macht auch nichts. Muss ich da oben irgendwie was machen? Ah, okay, erstmal. Feuerpfeile wiederherstellen. Autsch. Ah, hier. Okay, hier schneiden wir los. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Bei mir, ich habe keine heilen Ventilatoren, sage ich jetzt mal so. Ich muss auf diese Plattform. Also, ich sag mal so, ich werde hier schön ordentlich durchgebrutzelt und bin am Überlegen, die Nacht im Kühlschrank zu verbringen. Ich muss auf diese Plattform. Ja, okay, Lara, wir gehen auf die Plattform. Ah ne, ich muss auf die andere, weil hier ist das mit dem Ding. Dafür habe ich nicht genug Platz. Ventilatorennutzer gleich nie. Das hast du gesagt, Freddy. Warte mal. Oh, hier gibt's Öl. Medium Rare wird wohl noch ein Weilchen dauern. Obwohl bei der Hitze, glaube ich, ist das nicht so unwahrscheinlich. Jetzt bin ich unten. Ich muss klettern. Ihr müsst klettern. Wenn well done ist, soll ich Bescheid sagen. Dann kommst du vorbei. Ja.
Ich weiß nicht, ob das, was ich dir anbieten würde, du auch. Nein, ich sag lieber nicht zu Ende. Gunst des Sonnengottes. Sind Sie im Kampf dem Tod nahe? Wird Ihre Gesundheit einmal sofort wiederhergestellt? Wird zwischen Kämpfen erneuert? Okay. Ich bin froh, wenn ich jetzt von diesen Kreaturen jetzt mal weg bin. Ist das überhaupt der richtige Weg, den ich jetzt nehme? Oder führt das wieder zurück? Ich glaube hier. Ist das richtig? Ja, das sieht richtig aus. Ich sag so, bei der Hitze werde ich alles Trinkwasser wieder zurückerstatten. Und ich werde nicht nur Wasser trinken bei der Hitze, ich werde allgemein einfach alles trinken, was flüssig ist, so und erfrischt. Hitze. Ich habe noch, ich glaube noch, die Punkte werden aber nach dem Stream zurückerstattet. Wieso konnte die jetzt? Ich wollte schon sagen, warum konnte die sich da jetzt nicht festklammern? Nach dem Stream zurückerstattet. Oder die Mods gehen in die Mod-Ansicht und können das auch dann darüber zurückerstatten. Ansonsten mache ich das nach dem Stream, aber heute bei dem Wetter. Okay, wir sind wieder bei unserem Lagerfeuer. Und Öl nehmen wir nochmal mit. So, was haben wir freigeschaltet? Gunst des Sonnengottes. Das haben wir freigeschaltet. Und wir haben 2 Fähigkeitspunkte. Ach komm, wir nehmen das hier mal. Auch noch dazu, Täuschung des Pumas. Setzen Sie ungepanzert Feinde aus Gefecht, wenn Sie ausweichen und dann kontern. So, und das führt jetzt raus. Oder? Ja. Okay, erstmal Arms hinüber. Hallo. Lara. Alles steht zum Verkauf. Bis auf Rimax Trommel. Wir haben purpurne Jägerin. Kann ich das
vorher mal ansehen. Viel Spaß damit. Hm, ein gutes Geschäft. 7200. Und was ist das? Nap 14. Laservisier erhöht den Zoom-Faktor plus Zielpointer. Anwendbar für alle Gewehre. Aufstiegswerkzeug mit. Viel Glück, Lara. Kann ich mit ihm auch noch reden? Nope. So, aber okay, den Bereich haben wir abgeschlossen. Den Puma haben wir noch nicht. Und hier geht's auch. Ach, hier ist die Ölrefinerie, die wir in die Luft gejagt haben. Gleich hier hinten, okay. Ist schon. Und hier sind wir ja noch nicht fertig gewesen. Hier kommen wir wahrscheinlich nochmal wieder. Von der Quest her, gehe ich mal von aus. Hier haben wir die verborgene Stadt. Das war. Kubak-Yaku, genau. Und. Ja, okay. Ich würde aber gleich weitermachen. Ich setze mich hier nochmal hin. Ich gehe mal eben ganz schnell auf die Toilette. Und hol nochmal eine Flasche Cola aus dem Kühlschrank. Und werde gleich wieder da.